Hallo, ich begrüße euch zu einem weiteren Video von mir aus dieser Weihnachtsserie. Im ersten Video habe ich ja schon gesagt, was ich davon halte, von diesen neuen Kalendern von Ferrero für Deutschland, dass ich das also überhaupt nicht gut finde, was die da machen. Und ja, vielleicht habt ihr mitgekriegt, auch beim letzten Video, dass diese Ü-Eier, die hier drin sind, die Figuren, dass sie sich da nicht auch mit Ruhm bekleckert haben. Also, ich weiß nicht. Ferrero lässt in meinen Augen ganz schön nach. Ja, hier haben wir eine Fehlpackung. Das ist mir auch noch nicht so aufgefallen. Es sollen 4 Eier drin sein, aber es sind nur 3. Ja gut, muss man mit leben. Ne? Vielleicht haben wir hier eine Figur drin. Vielleicht ist aber auch gerade das Ei, wo die Figur drin war, verschwunden. Wir werden es sehen im Video. Also, bleibt ganz einfach dran, schaut zu. Also hier schon mal keine Figur drin, keine Weihnachtsfigur. Hier ist, ja, aus dieser Natoons-Serie. Das ist wiederum, ich sage mal, eine Serie, die haben sie nicht schlecht gemacht. Ja, so gehört das zusammen. Das ist eine relativ niedliche Serie, die mir auch ganz gut gefällt. Das haben sie gut hingekriegt. Aber die anderen Serien, was ich das letzte Mal da drin hatte, da haben sie sich absolut nicht mit Ruhm bekleckert. Das gibt keinen Pluspunkt. Ah, Glück gehabt. Glück gehabt. Hier ist das Ei mit der Weihnachtsfigur. Also machen wir jetzt nochmal das Ei auf. Schauen nach, was wir hier drin haben. Ja, und hier haben wir so ein, Hund mit Drehkopf. Auch von Natoons, Cartoons, wie auch immer. Nee, es ist kein Hund, es ist eine Katze. Also haben sie hier auch wieder, eine neue Serie rein gemacht. Ich baue das mal ganz schnell zusammen hier. Ups, die Teile hier werden sehr schnell zusammengebaut. Auch die Hunde gingen sehr schnell. So, und dann kann man jetzt natürlich hier, wenn man jetzt hier an dieser Kugel dreht, was nicht gerade sehr einfach funktioniert, aber ich glaube, ihr könnt es sehen, kann man so ein bisschen den Kopf hin und her drehen. So. So sieht die Figur aus. Und jetzt kümmern wir uns hier um diese Weihnachtsfigur. Ja, und da haben wir wieder eine Figur. Das sind, diesmal sind das alles so Fingerfiguren, die man sich auf dem Fingerspiel machen kann. Das letzte Mal hatten wir ja die hier. Und jetzt haben wir diesen Knaben. So,
Auch den baue ich jetzt hier mal ganz kurz zusammen. Der kriegt hier sein Kleid oder Rock oder was auch immer an. So. Und dann wird ganz einfach das Oberteil da drauf gestülpt. Und dann sieht Kamerarad-Schnürschuh so aus. So. Und sein Band kriegt er natürlich durch die Mütze gezogen. So, und so sieht das Ganze jetzt zusammengebaut fertig aus. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, mit Ruhm hat sich hier Ferrero nicht bekleckert. Da haben sie irgendwas, ja, ich sage mal, sieht so aus, als wenn sie kurz vor Weihnachten oder im Oktober angefangen haben, oh, wir brauchen doch noch was zu Weihnachten. Lass uns schnell mal was kreieren. Und tja, das ist dabei rausgekommen. Ich finde es nicht gut, diese Serie. Andere finden es vielleicht wiederum gut. Wie gesagt, hier diese von Cartoons oder Natoons, nicht diese Katzen, sondern hier diese Serie, finde ich ganz in Ordnung. Da gibt es auch noch eine mit Löwen und Tigern und Panthern und so. Das ist auch eine Sache. Wie gesagt, diese Figuren, da hat sich Ferrero ein bisschen Mühe gegeben. Die sind relativ gut. Aber was sie sich hierbei gedacht haben, naja. Mein Geschmack ist es nicht. Anderen wird es wahrscheinlich gefallen. Gut. Das war jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ihr könnt das Video auch gerne teilen. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Ansonsten, wie immer, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.